Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei, jenem wunderbaren Buch, das dieses Jahr 40 Jahre alt wird. 40 Jahre lang hat das Buch schon unzähligen vielen Menschen geholfen, das Nosrat Pezeshkian damals geschrieben hat, im März 1979. Und heute lese ich eine Geschichte aus der Abteilung Sexualität und Partnerschaft vor. Ihr dürft gespannt sein. Und die Geschichte heißt Die Schaulustigen und der Elefant. Man hatte einen Elefanten zur Ausstellung bei Nacht in einen dunklen Raum gebracht. Die Menschen strömten in Scharen herbei. Da es dunkel war, konnten die Besucher den Elefanten nicht sehen. Und so versuchten sie, seine Gestalt durch Betasten zu erfassen. Da der Elefant groß war, konnte jeder Besucher nur einen Teil des Tieres greifen und es nach seinem Tastbefund beschreiben. Einer der Besucher, der ein Bein des Elefanten erwischt hatte, erklärte, dass der Elefant wie eine starke Säule sei. Ein zweiter, der die Stoßzähne berührte, beschrieb den Elefanten als spitzen Gegenstand, während ein dritter, der das Ohr des Tieres ergriff, meinte es, er sei einem Fächer nicht unähnlich. Der vierte schließlich, der über den Rücken des Elefanten strich, behauptete, dass der Elefant so gerade und flach sei wie eine Liege. Eine Geschichte nach Mowlana und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare hier unten, was für eine Idee ihr habt, was für Assoziationen euch kommen, warum diese Geschichte, die erste Geschichte in der Abteilung Sexualität und Partnerschaft ist. And now, the story in English, and it's the first story out of the chapter Sexuality and Marriage. Sex and Marriage, and the first story out of this chapter is The Sightseers and the Elephant. An elephant had been brought into a dark room at night for an exhibition, and the people streamed by in throngs. Since it was dark, the visitors couldn't see the elephant, so they tried to get an idea of his body by touching him. Because he was large, each visitor could only grab a part of the animal and describe it according to what he had felt. One of the visitors, who had gotten hold of a leg, explained that the elephant was like a mighty pillar. A second one, who touched a tusk, described the elephant as a pointy object. A third, who grabbed the creature's ear, claimed he was not different from a fan. The fourth, who ran his hand over the elephant's back, stated that the elephant was as flat as a couch. So, this is a story after Mowlana, a guy called Mowlana, and I'm very curious about the comments that you give and the thoughts you have why this story is the first one in the chapter of sex and marriage. So, come back tomorrow for a new story out of The Merchant and the Parrot, Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy, written by Nosrat Pezeshkian. Herzliche Einladung dazu, morgen wiederzukommen bei einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Einen schönen Abend euch noch. Bis dann.